Bescheid, Chat, ich komme zum nächsten Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder ihre Kommentatoren. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Ballverlust. Schmitz. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Na, gib ihm bitte rot. Ja. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Jetzt wird's gefährlich. Stark gearbeitet. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Drei Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Was macht er daraus? Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie in Führung. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. Haben sie Glück gehabt. Wenn du dich als Torwart gleich zwei Leuten gegenüber siehst, was willst du denn da machen? Eine Seite kannst du dicht machen, aber eben nicht beide. Dort fällt fast zwangsläufig. Jetzt haben sie den Ball. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Der Ballverlust. Schwacher Pass. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Jetzt in der Anspielstation. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Wichtige Aktion. Das geht Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Das war ein Frustfoul. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Guter Einsatz, er hat den Ball. Könnte was werden, guter Pass. Muss es sein! Das Tor! Und jetzt ist das Spiel wieder offen! Da gilt der Dank auch dem Trainer. Ja, der hat dieses Team natürlich auch wirklich gut eingestellt. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor. Unnachahmlich. Tolles Tor. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Eigner. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Diese Führung eigentlich keine große Überraschung. Nein, das ist der beste Sturm der Liga. Komm her, mein Freund.
Geiler Schallpass, schöner Pass-Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und da ist der Ball wieder weg. Super dazwischen gegangen. Das ist jetzt eine Chance. Ja, okay. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Jetzt nochmal die Wiederholung. Jetzt ist Schluss. Dieses Tores, er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Eine Minute gibt's oben drauf. Und Halbzeit. Vermeintlich klare Führung zur Pause, steht 3:1. Und Halbzeit. Ich habe nur gesagt, eine Stunde. Wie lange ist das jetzt? Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Ball ist wieder weg. Hector. Hector Moreno. Klappt nicht. Nein! Keine Ahnung, es lief nicht mehr. Da kommst du runter. Ja? Ich gucke auf Ruhe. Schmitz. Eigentlich gucke ich auf und ziehe einen Stecker raus. Schwer, Mann. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Und zack, Leute. Ecke wird kurz ausgeführt. Jetzt vielleicht. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Da hat der Torwart gar kein Problem. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Er versucht's. Und da ist das Tor. Komm her. Komm her. Danke, Mann. Kein Problem. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt ist der Platz da. Das war heute schon sein drittes Tor, eine Spitzenleistung. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. 5:1 jetzt also der Spielstand. Er gibt das Foul und Freistoß.
Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Die Gäste werden wechseln. Da oben, der vorne den Ball. Da kommt er raus. Klasse mitgespielt. Guter Vorstoß jetzt. Und das Tor! Ja, Mann, komm her! Komm her! Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Könnte jetzt was werden. Da kommt die Hereingabe. Ui, gefährliche Szene. Oh, der Torwart verliert den Ball. Kein Problem hier. Das Tor macht er ganz abgeklärt. Was hat er sich dabei bloß gedacht? Ich glaube, er war einfach unkonzentriert. Das passiert ihm doch sonst nicht. Kaum zu glauben. 6:2 steht es jetzt mittlerweile. Viel bringt ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans, aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr drin. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Abgefangen, gut gemacht. Ball ist wieder weg. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Sieger. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Jetzt wird's gefährlich. Da hat er die Chance. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Jetzt kommt der Wechsel. Klasse, wie er das macht. Schlusspfiff. Nur schönes Fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Tschüss.